wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Ich mach mir gerade eine Shisha. Die geilste Shisha aller Zeiten. Da freue ich mich immer wieder drüber. Eine Shisha für einen echten Drachen. Ich muss jetzt bloß mal aufpassen. Ich habe das nämlich noch nie ausprobiert. Ich habe jetzt ja Aktivkohle. Ein Aktivkohlegrill. Jetzt muss ich mal gucken, wie das überhaupt läuft. Muss man die in die Mitte reinlegen oder an der Seite? Ich muss dann echt mal gleich schauen, wie das mit dieser Kohle funktioniert. Ich habe das echt noch nie gemacht. Ist nicht schwer. Ich habe sie jetzt halt einfach mal da drauf gelegt auf den Grill. Ich habe jetzt mal bloß eine genommen. Aber für die kleine Shisha sollte eine reichen, denke ich. Meinst du meine Kohle? Die war auf Amazon, habe ich die reingestellt. Die hat mir Zuschauer geschenkt. Danke nochmal an der Stelle übrigens. Ich würde auch ein Bier trinken, aber ich habe keins mehr. Ich habe das echt noch nie gemacht. Hast du den Metzger, Ja-Metzger weggestrikt? Logo? Der hat schließlich keine Rechte darauf, dass er meine Videos dauernd veröffentlicht. Und es war nicht der letzte in der nächsten Zeit, könnt ihr mir glauben. Ja, im Blasen bin ich tot. Was ist das für eine Sprache aus dem Lied? Ich würde spontan sagen skandinavisch. Skandinavisch oder könnte auch norwegisch sein, aber ich glaube eher skandinavisch. Was bedeutet das Zeichen auf der Stirn? Das Zeichen von Drachenlord. Das Zeichen habe ich selbst erschaffen, als ich in der 6. war, glaube ich. Das ist die Kombination aus einem Schreibschrift L und einem Schreibschrift D. Was hast du deinem Vater heute geschenkt, Digga? Digga, mein Vater ist vor 10 Jahren gestorben. Schmeckt der Döner? Welcher Döner? Sieht aus, als hätte ich einen Döner. Döner wäre jetzt geil. Ja, ein Döner wäre nicht schlecht. Ich grill aber nachher. Warum zeigst du in deinen Vlogs nicht, was du arbeitest? Weil es letzten Endes niemandem was angeht, was ich mache. Was arbeitest du also, was eigentlich also beruflich? Ich habe 3 verschiedene Jobs aktuell. Der eine davon ist YouTube und der Rest geht euch nichts an. Open Office. Kann das sein, dass du Home Office meinst? Open Office und Home Office sind 2 verschiedene Sachen. Open Office ist ein Programm. Open Office ist ein Schreibprogramm, Kollege. Ich weiß es, weil es das Programm ist, mit dem ich schreibe. Ja, hallo, hier ist Winkler. Ja, 2 so Vollpfosten. Alles klar, danke. Jo, ciao. Gegen Durchfall hilft Salzstangen und Cola. Was heute noch geht? Keine Ahnung. Aber ich denke, wir werden auch nicht mehr so lange streamen, weil es sind schon wieder Idioten von meinem Haus. Und es ist jetzt 14.14 Uhr. Das ist meistens die Zeit, in der es dann richtig losgeht mit den ganzen Idioten. Man kann mich auf Festivals treffen, aber ich kündige es vorher nicht an und mache kein großes Aufhebens drum, wenn ich da bin. Also ein paar Leute habe ich schon getroffen zwischendurch auf Festivals, aber ich verursache überhaupt keine Polizeieinsätze. Wenn irgendeiner Polizeieinsätze verursacht, dann sind es die Idioten, die vor meiner Haustür stehen. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey. Ohne Dreck, Alter.